Ich hätte echt nicht gedacht, dass du den Meister besiegen konntest, wenn ihr ernsthaft ernst macht. Dann bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allerhärteste Training des Dojos zu absolvieren. Das Fokus-Sparring. Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. Was ist Fokus-Sparring? Lust auf eine Runde Fokussperne. Was ist das? Beim Fokussparring bestimmst du dich auf... Was? Beschränkst du dich auf Typ eines bestimmten Types und triffst mit ihnen in Pokémon-Kämpfen an. Zuerst musst du einen Typ auswählen, danach entscheidest du dich für maximal 3 Pokémon, mit diesem Typ angehören. Es können weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Wenn du mit diesem Team 5 Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das Sparring erfolgreich abgeschlossen. Sobald du allerdings einen Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du nur 2-mal die KP deines Teams wiederherstellen. Nutze die Möglichkeit also mit Bedacht. Gerade nicht. Okay, habe ich jetzt noch irgendeine Main Quest? Ich habe literally nothing. Das ist der Inhalt des DLCs. Whee! Und lustigerweise kommt man nie in dieses Gebiet da oben, wo wir jetzt hinfahren, weil mich das interessiert. Warum komme ich da nie hin? What is this? Ach ja, ich kann kein Flugtaxi rufen, weil ich Indoor bin. Da unten waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Nee, da hinten waren wir noch nicht. Okay, also, wir waren. Hier unten, wo das Weimar rumeiert, da ist irgendeine Krone drauf, keine Ahnung. Kingdom Hearts Insel, wer weiß. Ja, das ist das Einzige, wo wir noch nie waren. Das heißt, da gehen wir jetzt erstmal hin. Dass das einfach kein Loading Screen hat, ist so weird. Okay, was ist das? Quasi das Ding, ne? Müsst ihr ja fast schon. So. Was ist da drauf? Außer gar nichts. Erstmal Wasser-Pokémon gebeten. Sag mal, ich meine, was habe ich jetzt gebraucht? 5 Stunden? Ich meine, gut, ich habe ein bisschen rumgeschnallt, weil ich nebenher nach Dings gesucht habe, nach Digdas. Ich meine, Digdas-Suche sind immer noch offen. Hi. Ich habe definitiv, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon alles erkundet habe. Also wenn das Sinn macht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was. Come on. Toll, Hypnose gegen Galaxo. Ich bin so gearscht. Eben. Ich habe echt das Bedürfnis, weiß ich nicht, heute zu sagen, hey, ich mache jetzt erstmal Feierabend, weil Story ist quasi rum, um mich dann morgen hinzusetzen und literally den ganzen Tag Digdas zu suchen. Das wird bestimmt sehr lustig. Aber das ist so der Plan, den ich glaube, wir machen das so. Weil ich meine, klar, ich kann jetzt noch durch die Gegend laufen und auf alles Flottbälle schmeißen, was ich noch nicht gesehen habe. Ich kann Relaxo durch die Gegend schieben. Aber hey, scheint nichts zu sein. Kann ich an den Baum wackeln? Nö. Was ist da für ein Item? Ich hasse das Fahrrad. Waffenpuls, okay. Wobei, nee, es gibt nur die 2 Tower, es gibt den und den anderen. Was passiert eigentlich, wenn man versucht, aus der Karte rauszufahren?
nichts. Hier ist einfach eine unsichtbare Wand. Okay, cool. Hätte man ja. Also das ist halt irgendwie weird, weil das hier ist irgendwie leeres Plateau. Hallo Sepa. Also hier ist irgendwie nicht viel. Sagen wir es mal so. Ach Gott, ich schlafe ja immer noch. Ich frage mich halt gerade echt noch, was ja. Wen wir das Walmer angucken? Dass das ja Unlichtturm. Wirklich. Die nerven so ein bisschen. Oh nein, es ist so schnell. Es wundert mich halt, dass hier am Arsch der Welt, literally am Arsch der Welt, ich meine, guck dir die Karte an. Das hier oben ist, hier ist gar nichts. Hier sind dann noch drei Inseln. Natürlich sind die schneller als ein Fahrrad. Oh, come on. Muss das sein? Muss das echt sein, dass sie schneller sind? Ist wirklich vollkommen schwachsinnig. Warum schaltet man nicht Flucht? Wirklich? Die sind schon immer die Zubats der Gewässer gewesen. Ja, so ziemlich. Das ist Relaxo. Relaxo schläft immer. Du kannst mir nicht sagen, ich soll einen Relaxo wecken. Bist du bekloppt? Das geht nicht. Wer platziert den Hirn denn? Los, Pokeflöte. Ja, total. Weißt du was? Ich bin verrückt genug. An diesem Den am Arsch der Welt Kram reinzuschmeißen. Willst du das? Was auch immer das ist. Ein kleiner schwarzer Pixelblob. Gott, als ob irgendwer hier joint. Oh. Okay, in der Zeit, wo ich warte, dass irgendwer joint, bin ich mal ganz kurz pinkeln. 2 Minuten 30 müssten dafür reichen.
Doch so viele Leute, die hier sollten joinen, ha? Huh? Okay. Ja, let's do this. Das ist nur ein normal Pokémon. Wie schlimm kann es schon sein? Oh Gott. Oh Gott. Ja, da muss Power Luck zu her. Es ist die Hölle. Ja, so ziemlich. Wie viele Schilde hast du, hä? 20? Nur 5. Nur. Das Durchbruch auf dieses Schild nicht wirkt, ist bescheuert. Risikodeckel. Achso, das Vieh darf Risikodeckel benutzen, ohne sich selbst zu verletzen. Ja, geil. Also das Scharnierer macht auf jeden Fall keinen Schaden. Los, in meinen letzten Pokéball. Soll es auch nicht, das ist ein Staller. Dinge, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Competitive Pokémon Shit. Das ist echt im Ball geblieben, okay. So. Janera soll nur aushalten und nerven. Also so wie mein Relaxo. Okay. Ich kann ja nicht Pokécampen. Schweinerei. Okay. Jetzt wüsste ich gerne auch, was hier unten auf dieser Kingdom Hearts Insel ist. Und was hier hinten mit dem Weimar ist. Weil das da ist obviously ein ziemlich großes Weimar. Obwohl, ich glaube, die sind alle ziemlich groß. Ihr fucking Fleckmon Beach. Oh. So, da ist die Kingdom Hearts Insel. Das Fitnessmeer. Hier wird man besonders fit. Toll, wer bist du? Wer den Sand der Erneuerung spürt, vergisst all seine bisherigen Bemühungen und kann nochmal von vorne beginnen. Hast du ein Pokémon, dessen Basiswerte du zurücksetzen möchtest? Das ist so gut. Das heißt, du brauchst jetzt nicht mehr sinnlos mit Bären zurückzuspacken. Du kannst denen einfach sagen, lol, setz meine Werte zurück. Das ist actually cool. Ditto? Hallo Ditto.
Was läuft hier sonst noch so rum? Coco weiß. Oh Gott, nicht ein Ditto, ganz viele Dittos. Oh, hier ist ein Ball. Fatumknoten. Okay. Ja, ich weiß, es ist nur ein Owei. Coco weiß die Weiterentwicklung. Yada yada, I know. Los, kämpfen wir gegen ein Ditto. Womit kämpfen wir denn gegen ein Ditto? Was war's, Schuhe? Zucht-Ditto? Ich glaube nicht, dass das ein Zucht-Ditto ist. Die Zucht-Ditto sind meistens die, die so einen gelben Hintergrund haben. Außerdem, ich habe mein japanisches Zucht-Ditto schon im... alles ab 4 Sterne. Ja, je nachdem, was die halt für Stats haben. Ja, hier joint eh keiner. Weil ich hatte halt schon super oft 5 Sterne Digos. Ich habe auch mindestens 2 davon irgendwo rumliegen. Deins ist auch 4 Sterne und damit hast du gut züchten können. Okay. Wie habe ich gerade einen Screenshot gemacht? What happened? Was? Ich glaube, meine Tastatur spinnt. Ich bin halt voll am Arsch, alleine wegen dem Evoli. Natürlich war es ShareX, aber trotzdem, ich habe keine Taste gedrückt. Ich hab halt auch die Datengruppe, ne? Ich hab ein fucking Wuin genau. Eine Evoli und ein Togepi. Holy fuck, dude. Das ist die schlimmste NPC-Gruppe, die du haben kannst. Mit Abstand. Ja, das war ein Evoli. Ich meine, es ist ganz gut, weil die Gruppe bufft mich halt ins Sinnlose, aber... Tod durch Togepi. Welp? Sure. Tod durch Küsschen. Ja, kennt jeder, wenn er seine Oma besucht. Selbe Prinzip.
Nice. Das ist also alles auf dieser tollen Kingdom Hearts Insel, ja? Ist ja die richtige Insel. Nee, ich bin auf der falschen Insel. Wait, what? In die Richtung ist keine weiteren Insel. Also ist das hier die Kingdom Hearts Insel. Jetzt ist die Frage, was ist mit diesem Weimar hier? Du kriegst mich niemals. Gebetet! Doch, come on. Das ist ein Encounter. Okay. Level 80. Sure, hier, nimm meinen Flottball. Easy. Wurde an die Box geschickt. Hey, hier ist plötzlich so viel Platz. Aber das ist cool, dass das actually ein Encounter war. Das ist nice. Gehst du weg? Geh weg. Es ist immer noch hinter mir. Also, was ist hier drauf? Ich sehe, was da drauf ist. Ich sehe es genau. Dicta! Noch 10 Dicta verstecken sich im Fitness. Nur im Meer. Nur im... Was? Oh Gott, das wird so ein Pain in the Ass. Das wird so... Die Bucht da interessiert mich noch. Die da. Das heißt, du kannst jeden Scheiß Steine abfahren, weil da könnte ja ein Dick da sein. Gott, willst du mich echt verarschen? Wie viele von den Viechern laufen hier rum? Wir waren eben auf der Kingdom Hearts Insel. Die Kingdom Hearts Insel war die Ditto Insel. Toll, ich kann hier drauf fahren. Blub, da war noch eine andere? Als ob. Wusstest du schon, dass man genau so zum hübschen Armreich flechten kann? Wenn du mir 8 bringst, kann ich dir... Sure, habe ich 8? Ich habe nicht genug, okay. Hallo, Rotom. Es gab 2 Kingdom Hearts Inseln, echt? Lass mal die Insel hier checken. Natürlich ist sie in Den versteckt. Das, was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist das Item hier drüben.
Hitzekoller. Ne, ich habe eigentlich nur die eine Kingdom Hearts Insel hier gesehen, die hier. Ja. Und sonst sehe ich hier keiner. Sonst ist hier nichts. Das Ding ist halt, er updatet meine Position nicht. Was halt super weird ist. Okay. Dick das. Dick das. Ah, hier ist noch eins. Relax, du stehst auf dem Dick da. Geh mal bitte ein Stück beiseite. Nur noch 8 ist das. Okay, das ist Inselkettenmeer. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Was mich interessiert hat, ist das hier. Da ist ein Dicker. Toll, hier ist nur ein Dicker. Mehr ist hier nicht. Wow. Underwhelming. Okay, lass mal eben auf die Karte gucken. Wir sind quasi hier. Das heißt, hier um die Ecke, da waren wir mal schon. Da oben waren wir, da waren wir. Was halt ganz lustig ist, ist, er zeigt dir die Dents an, zumindest im Wasser. War das das ein Den? Ich weiß halt nicht, was das da oben für ein Den ist. Weird. Kämpfergrotte. Tunnel, Wüstensenke, Fleißebene. Aha, aha. Da ist der Sumpf, da ist die Höhle. Rüstungsstation, Zutatenverkäufer, Bärenverkäufer, Waldhändler, Diktatrainer, Rüstungsstation. Was ist denn so ein Pokémon-Nest? Im Englischen heißen die Pokémon-Dens. Toll, alles was ich jetzt quasi machen kann, ist Dickner suchen, Aspirus dodgen. Dann will ich mich morgen echt hinsetzen und Dickner suchen? Holy fuck, ey. Das wird ja lustig. Mal gucken, ob ich jetzt genug Watt für die Tussi habe. Oh Gott, wenn hier echt mehrere Leute sind, ist das schon relativ laggy. Es wäre schön, wenn du irgendwo nachgucken könntest, wo du schon Diktas fertig gesammelt hast und wo nicht. Kann ich das vielleicht hier bei dem Schild? Warte mal. Übersicht der noch fehlenden Diktas. Dankeschön. Okay. Habe ich genug? Du hast 32. Belohnungszeit. Oh, ein Eissandern. Yay. Cool. Okay, ja cool, das machen wir morgen. Gehen wir morgen dick das an. Das wird bestimmt voll lustig. Oh, ich habe noch eins gefunden. Okay.
Mal eben gucken, ob ich hier genug Watt abgeben kann. Bei der Tante. Depp. Du, Watt. Hier nehmen wir mal 10.000. Hey, wurde eingerichtet. Freut mich ebenso. Die Watt, die ich in dich investiert habe, müssen sich schließlich rentieren. Ohne deine großzügigen Wattspenden hätten wir Turmina nie zum Laufen gekriegt, Hilda. Also keine Feinde Bescheidenheit. Nächstes Ziel. Du willst nochmal 10.000 für einen scheiß Getränkeautomaten? Ja, nee, ist klar. Okay. Was hat Hopp zu sagen? Wahrscheinlich nichts Kluges. Übrigens, ich bin auf der Rüstungsinsel angekommen, habe ich einen der Arenaleiter aus Gala am Bahnhof getroffen. Okay. Arenaleiter am Bahnhof, ne? Let's see. Finden wir hier einen? Ja, hier ist keiner. Du bist neu. Ich bin der berühmte Modedesigner. Kommst du aus Gala? Ich bin zum ersten Mal in der Region etwas überrascht, wie wenig Männchen man hier trifft. Also eigentlich... Was? Bin ich hier auf der falschen Station ausgestiegen? Danke, dass ihr mich darum Kenntnis gesetzt habt. Ich habe gehört, dass der Gala-Champ Delion in Gala extrem beliebt sein soll. Ich dachte, ich könnte im Licht seiner Popularität baden und ein wenig Profit daraus schlagen. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr genug Geld, um Galas Festland zu erreichen. Wenn doch nur jemand das unfassbar süße Outfit kaufen würde, das ich entworfen habe. Sure. XFP. Wie? Hä? Okay. Okay. Ich brauche eine Boutique. Ich brauche definitiv eine Boutique. Obwohl, nee, ich hab das Outfit hier. Das heißt, ich kann mich umziehen. Dass der Bahnhof und der Dojo so weit auseinander, was heißt weit? Aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Könnten ruhig ein bisschen näher beieinander liegen. Okay. Was ist dieses komische Outfit, was ich bekommen habe? Outfit ändern. Okay. Ich müsste irgendeine andere Hose anziehen. Oh Gott, das sieht hilarious aus. Habe ich keine gescheiten Schuhe? Weil Dojo es ist. Na, ich mag die anderen eher.
Was? Oh Gott, mein Charakter wird immer schlimmer. Was machst du hier? Ori. Ja? Ich wusste, dass du ein Auge dafür hast. Das ist ein virtuelles Pokémon Porygon. Gott, red doch noch schneller. Toll, ich hab dich mal getippt. Dieses geniale Pokémon spiegelt quasi die Entwicklung der Menschheit wieder. Es kommt nicht oft vor, dass jemand gegen Dead gewinnt, wenn er richtig ernst macht. Das ist also ein Geschenk angebracht. Thanks. Cool. Kümmer dich gut um Pokémon und götze dich an technologischem Fortschritt der Menschheit. Okay, ja, ich habe definitiv noch nicht alles gesehen. Also irgendwie gefühlt, immer wenn ich mit einem NPC rede, ist irgendwie so, oh ja, hier, nimm dies oder nimm das oder nimm jenes oder hast du nicht gesehen. Wie schlimm sehen meine Boxen aus? Ich realisiere gerade erst, welche Box ich ausgewählt habe. Oh nein. Okay, cool. Okay. Wir machen hier Schluss für heute. Ich setze mich vielleicht später mal daran und sortiere meine Boxen. Habe ich im Pokédex jetzt immer nur noch 400 Pokémon? Ja, weil er nur den Pokémon zählt. Aber nicht das hier. Was fehlt mir denn hier überhaupt? Simsala. Habitat. Überall. Bei bestimmtem Wetter. Okay. Cool. Ja, Luxtor ist ganz klar Weiterentwicklung von dem da. Das ist ein Simsala. Ein Toxa. Hatte Schlupp eine Weiterentwicklung? Ich glaube nicht, lass mal gucken. Schlupp. Ich weiß nicht, ob Schlupp irgendwann eine Entwicklung gekriegt hat. Level up mit Walzer. Schlupplick. Okay, maybe ist das die Weiterentwicklung. Oh, das klingt aber wie ein Pain in the Ass, dem Vieh Walzer beizubringen. Lernt das Walzer naturell? Natürlich nicht. Cool. Gibt's Walzer als DM? Oder muss man actually das Vieh züchten dafür? Durch TM04. Okay. Durch Attackenlehrer. Da blicke ich da nicht durch. Da müsste ich mich mit auseinandersetzen. Hier fehlt mir ein Visa Knosp, das ist nicht das Problem. Toxiped und Dings ist auch nicht das Problem. Keine Ahnung, was 81 ist. Du hast definitiv eine Weiterentwicklung. Da bei Nebel. Ja, das wird ja ein Spaß. Oh nein, ich habe kein Sterndo. Ja, ist nicht so tragisch. Die sind relativ einfach zu finden. Das sind wahrscheinlich die Magnetilo-Weiterentwicklungen. Probably die Vorentwicklung. Ja, da fehlt mir das Zwischending. Das ist wahrscheinlich Xerox. Weiterentwicklung potenziell. Ja, Weiterentwicklung. Man findet Lindfu immer da. Okay. Interessant. Habe ich jetzt noch so noch nicht gesehen, aber wer weiß. Ja, du bist ganz klar die Weiterentwicklung hiervon. Keine Ahnung. Vor. Okay.
Probably Weiterentwicklung. Keine Ahnung, was das alles ist. Die habe ich, das ist Owei. Okay, also das sieht sehr machbar aus. Der einzige Kram, der mir hier ein bisschen Sorgen macht, ist dieser leere Kram hier. Oh ja. Da müssen wir uns einfach mal ransetzen. Es scheint nicht so, als ob ich quasi... Wait a second. Wait a second. Bekommst du nicht unterschiedliche Pokémon, je nachdem, welche Version du hast? Oder bekommst du immer Kuma? Ich dachte, Schild hat einen anderen. Oh nee, weißt du, was das war? Ich glaube, jeder kriegt Kuma. Aber die Weiterentwicklungen sind anders, ne? Ja, weil es gibt auf jeden Fall einmal. Wo kriegst du das her? What is this? Interessant. Okay. Ich sehe halt gerade nur dieses Vieh hier. Was irgendwie Darkness Gras ist. Aber keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht ist das ein Schwert-Exclusive? Steht da was von der Exclusivität? Ich sehe gerade nichts. Nö, ich kann nichts finden. Okay, mein Gott. Maybe morgen, wenn wir mehr Infos haben. Oder es wäre dann sowas zum Tauschen. Mein Gott, ist nicht so tragisch. Es sind jetzt nicht so viele neue, oder? Ja, neue ist oder so nicht, aber viele, die wieder da sind. Also besonders ziemlich viel erste Generation. Und ich weiß gar nicht, wo Bisbark her war. Bisbark und Yorkleff war so... Boah, lass mich nicht lügen. Pokémon Schwarz? Was, Schwarz oder Weiß? I don't know. Aber relativ viele auch von da. Und halt ein paar, die ich überhaupt nicht kenne. Hier, so ein Kram. Ja, interessant. Der ist so komisch angeordnet, dieser Dex. Das ist so weird. Das zu fangen wird halt so lustig, nicht? Hier unter das Evolutions-Item für Lasho King ist auch noch fraglich, wo das herkommt. Finden wir morgen raus. Morgen ist auch ein Tag. Ja, sagt mir immer 400.